Wir haben ungefähr 100 Gefährder mit fremder Staatsangehörigkeit, die unser Land eigentlich sofort verlassen müssten. Das ist in manchen Fällen nicht möglich, weil sie beispielsweise keinen Pass mehr haben und ihre Herkunftsländer sie deshalb für einen gewissen Zeitraum nicht aufnehmen. Wir möchten, dass solche Gefährder erleichtert in Haft genommen werden können, bis sie unser Land dann endgültig verlassen. Das ist nicht zuletzt auch eine Konsequenz aus dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz. Das ist etwas, was Thomas de Maizière und die Union schon lange vor dem Breitscheidplatz vorgeschlagen haben, was leider aber erst nach diesem schlimmen Blutbad politische Mehrheiten auch in unserer Großen Koalition gefunden hat. Wir wollen, dass Gefährder nicht quer durch Deutschland reisen können, sondern dass sie sich im Bezirk einer Ausländerbehörde aufhalten. Und um zu kontrollieren, ob sie dieser Vorgabe entsprechen, führen wir die elektronische Fußfessel ein. Dann wissen wir jederzeit, wo sie sind und können entsprechend handeln. Viele Migranten, die nach Deutschland kommen, kommen ohne Pass, aber etwa mit Handy oder mit einem iPad. Wir wollen, dass der Staat sich in diesen Fällen nicht dumm stellen muss, sondern dass er die Möglichkeit hat, anhand etwa von Kontakten über das Handy mit bestimmten Ländern Indizien dafür erhält, woher der jeweilige Migrant kommt. Dort, wo wir das über den Pass nicht aufklären können, wollen wir wenigstens die Möglichkeit des Auslesens von Handys nutzen. Es ist ein Skandal, wenn einzelne Bundesländer, wie etwa das rot-rot-grün regierte Berlin, Abschiebungen insgesamt ablehnen. Das ist ein massiver Bruch geltenden Bundesrechts, den wir nicht akzeptieren können.